Hallo, ich bin Tanja von Knitted in Switzerland und ich zeige euch heute Judys Magic Cast On, Judys magischen Maschenanschlag, den ihr zum Beispiel für die Spitze von Toe-Up-Socken verwenden könnt. Ihr braucht dafür eure Nadeln und euren Faden, den ihr so doppelt haltet. Als erstes macht ihr so eine Schlaufe aus eurem Garn und legt sie auf die hintere Nadel. Jetzt habt ihr hier eure Fäden. Der Faden, der vom Knäuel kommt, geht über euren Zeigefinger und das andere Ende vom Faden über euren Daumen. Wir machen jetzt Maschen auf der vorderen Nadel mit dem hinteren Faden und auf der hinteren Nadel mit dem vorderen Faden. Auf der hinteren Nadel haben wir schon eine Masche, also kommt jetzt eine Masche auf die vordere Nadel mit dem hinteren Faden. Einfach so einmal rumlegen. Jetzt auf der hinteren Nadel mit dem vorderen Faden und immer so weiter. Eine Masche auf der vorderen Nadel, eine Masche auf der hinteren Nadel. Jetzt habe ich auf jeder Nadel 8 Maschen und das ist genau die Anzahl, die ich für meine Socke brauche. Jetzt kann ich anfangen zu stricken. Passt auf, dass ihr das Fadenende einmal um den Faden, der vom Knäuel kommt, rumwickelt, damit der gesichert ist und eure Maschen nicht wieder aufgehen. Die Maschen auf der ersten Nadel werden jetzt einfach rechts abgestrickt. Die Maschen auf der zweiten Nadel müsst ihr rechts verschränkt abstricken. Hier sieht man das ganz schön. Die Masche hat das hintere Maschenglied vorne. Wenn ihr die jetzt normal abstrickt, dann würdet ihr sie verschränken und damit das nicht passiert, stricken wir sie verschränkt ab. Und dann ist euer Maschenanschlag fertig und ihr könnt mit eurem Muster weitermachen.